Guten Tag. Unser heutiges Thema ist die Wortarten im Deutschen. Und heute werden wir über Adjektive sprechen. Ich möchte Sie die Adjektive im Deutschen erklären und auch natürlich ausführlich erklären. Im Deutschen gibt es verschiedene Wortarten natürlich und auch wir heute lernen die Adjektive. Mən bugünkü mövzumuz sifətlərdir, Alman dilində, yəni sifət nitqlərindən biridir və mühüm nitqlərdir. Çünki Alman dilində öyrənənlər, ümumiyyətlə Alman dili ilə maraqlanan hər bir kəs ən çətinlik çəkdiyi mövzu sifət mövzusudur və mən istədim ki, bugün bu mövzunu sizə daha asan yoluyla, daha asan dildə izah eləməyə çalışım. İnşallah ki, istədiyimizə nail olacaq. Adjektiv ist die Wortart, welche die Beschaffenheit eines konkreten Dinges, einer abstrakten Sache, eines Vorganges oder Zustandes beschreibt. Adjektive werden auch Eigenschaftswörter oder Beiwörter genannt, wie haben wir schon gesagt. Und auch Adjektive bezeichnen die Merkmale, die Eigenschaft des eines Dinges. Deməli, Azərbaycan dilində olduğu kimi, Alman dilində də sifət əşyanın əlamətini bildirir. Və Azərbaycan dilindən əsasən fərqli olaraq demək lazımdır ki, Alman dilində cins kateqoriyası olduğuna görə, mütləq bu sifətə birbaşa təsir eləyir və biz sifətləri öyrənərkən Alman dilində ona görə çətinlik çəkirik ki, o mütləq sifət ismin qarşısında hal, cins, kəmiyyətə görə uzlaşmalıdır və biz onu nəzərə alaraq bugünkü mövzumuzu həsr elədik sifətə. Es gibt drei Arten der Adjektive nach ihrer Bau. Und es gibt natürlich erstens einfache Adjektive, zweitens abgeleitete Adjektive und auch es gibt im Deutschen zusammengesetzte Adjektive. Und natürlich einfache Adjektive nennen wir viele, viele. Es gibt auch in unserer Sprache. Alman dilində sifətlərin quruluşca üç növünü tanıyırıq. Deməli, bu bizdə Azərbaycan dilində deyilədi, qarşılıqlı götürsək. Yəni, sadə sifətlər, düzətmə sifətlər və mürəkkəb sifətlərdən danışarıq. Sadə sifətlərdə einfache Adjektive dedik, onlar bir kökdən ibarət olanlardır deyirik. Yəni, klein, groß, rot, alt, jung, arm, breit, dick, dünn oder eng, bunt, klug, neu, alt und noch können wir sagen weit und so weiter und so weiter. Wir können im Deutschen solche Adjektive, einfache Adjektive nennen. Und zweitens sprechen wir über die abgeleitete Adjektive. Und diese abgeleitete Adjektive bilden mit Hilfe einiger Suffixen. Und hier sehen wir diese Suffixen. Diese untergegebenen Suffixen bilden die abgeleiteten Adjektive. Und jetzt sehen wir hier natürlich ik, zum Beispiel mit Hilfe ik, mit dem Suffix ik bildet man ruhig, sagen wir, und mit Hilfe ich, regnerisch, russisch,
können wir auch sagen und Licht bildet auch ein abgeleiteter Adjektiv und herrlich können wir ärgerlich und bar das bedeutet essbar, furchtbar und sam sparsam, einsam können wir sagen auf Deutsch und wir bilden auch mit Hilfe Haft ein abgeleitetes Adjektiv und Haft können wir schmackhaft, lebhaft können wir auch sagen und auch es gibt Ehren, Silbern, es gibt N, bilden wir golden, es gibt los, arbeitslos und auch es gibt er, Suffix er und das bilden Bauchwehr, Berliner, Schweizer, Moskauer, können wir solche Adjektive bilden. Es gibt auch mit dem neben dem Suffixen, neben den, diesen adjektiv bildenden Suffixen gibt es auch Präfixe und diese Präfixe nennen wir un, ur. Un bildet einen ein Gegenwort, Gegenteil bildet. Wir können schön sagen und einen Antonym geben wir in diesem Wort, für diesem Wort sagen wir unschön. Bequem können wir sagen unbequem. Und können wir bilden uralt, ursprünglich. Wir auf Deutsch diese solche Adjektive bilden können. Und auch es gibt bitte ja die zusammengesetzte Adjektive wir haben auch ja Entschuldigung aha die zusammengesetzten Adjektive wir, sehen wir hier einige Adjektive und sie wir, diese zusammengesetzte Adjektive bildet man mit Hilfe Substantive mit Adjektiven und mit Hilfe zwei Adjektiven oder mit Hilfe Adverb dem Adjektiven verschiedenen Wortarten spielen hier eine große Rolle. Das können wir auch sagen. Und wie bei den Substantiven sind, wir sagen schon, wir haben schon gesagt hier, auch bei den Adjektiven auch Komposita ist möglich. Solche Adjektive werden mit Hilfe verschiedener Wortarten gebildet. Zum Beispiel, hier sind unsere verschiedene Beispiele, stehen hier, weltberühmt, weltbekannt, taubstumm, himmelblau können wir, dunkelrot, hellgrau, großartig können wir sagen, für verschiedene Adjektive, zum Beispiel der zusammengesetzten Adjektive auch. Und jetzt möchte ich Ihnen Komposition der Adjektive erklären. Im Deutschen gibt es drei Stufen der Komposition der Adjektive. Diese drei Formen der Steigerungsstufen von Adjektiven im Deutschen steht auch natürlich hier, Sie sehen schon, und das sind positiv, das heißt Grundstufe, komparativ, das heißt Vergleichsstufe, und superlativ, das heißt Höchststufe. Positiv ist die einfache Form der Komparation und hat
keine Endung. Zum Beispiel, wir haben schon über die einfachen Adjektiven gesprochen und in diesem Steigerungsstufe der Adjektive im Positiv stehen auch die Adjektive in erster Stelle, in der ersten Stelle. Und wir heißen sie zum Beispiel stolz, groß, neu, alt, jung, eng, breit und so viele Beispiele können wir sagen. Und es gibt Komparativ im Deutschen als Steigerungsstufe, zweite Steigerungsstufe, lernen wir Komparativ. Komparativ bildet man mit Hilfe dem Suffix er und werden mit als zum Vergleichsobjekt verbunden. Klein, kleine, neu, neue, klug, kluge, wir haben, wild, wilder, schön, schöne. So, wir haben auch solche Beispiele. Und wenn die Wörter, die Vokalen A, O, U im Stamm haben, so sie bekommen auch einen Umlaut. Groß, größer, sagen wir, das Wort bekommt auch im Komparativ einen Umlaut. Das Vokal hier, O, bekommt Umlaut. Und zum Beispiel auch bei der Komparation können wir auch über die Suffixe, über die Endungen der Wörter sprechen. Zum Beispiel, wenn das Wort mit Hilfe, wenn Adjektive in der Endung D, T, D, T, T, C, zwei S oder S, S, C, H oder X oder Z haben, wird bei adverbialem Gebrauch der Adjektive auch sie bekommen im Komparativ eher auch und sie bilden auch mithilfe der Umlaut. Und drittens ist im Deutschen auch der Superlativ. Superlativ endet mit st und est und sie stehen nach diesen Endungen. Mit ist gebrauchen wir nach diesen Endungen. Groß, größer, schön, schöner. Und auch Partikel am gebrauchen wir, benutzen wir im Superlativ, wenn wir Superlativ bilden. Das ist ein adverbialer, im adverbialen Gebrauch möglich, können wir sagen. Und wenn wir Superlativ bilden, so müssen wir sagen, dass vor dem Adjektiv unbedingt steht der bestimmte Artikel. Wir über den Artikel
sprechen wir, so sagen wir, der bestimmte Artikel steht vor dem Adjektiv im Superlativ. Ja, und auch der Superlativ, hier sehen wir auch noch einmal, zum Beispiel, Sie bilden diese suffixe Endungen, bilden den Superlativ mit einem E. Das bedeutet, zwischen Stamm und Endung eingeschoben wird. Mild am mildesten, spitz am spitzesten, weit am weitesten, kurz am kurzesten, nass am nassesten und so weiter, süß am süßesten, sagen wir, und so weiter. Und im Deutschen gibt es auch unregelmäßige Steigerungen der Adjektive und auch so können wir auch sagen bei Adverbien. Und sie von der oben genannten Regel abweichen und sie sind unregelmäßig. Wir sehen hier diese Tabelle, dort stehen auch die unregelmäßigen Adverbien, können wir auch Adjektive. Das sind gut, besser, am besten, viel, mehr, am meisten, gern, lieber, am liebsten, hoch, höher, am höchsten oder wenig, minder, am mindesten oder es bleibt noch eine einfache Form. Wenig, weniger und am wenigsten können wir hier das zeigen Ihnen. Und der Superlativ ist der höchste Steigerungsgrad der Eigenschaftswörter. Zum Ausdruck kommt die großmögliche Teilhabe an einer Eigenschaft. Viele Sprachen verwenden den Superlativ innerhalb der Komparation, um einen graduellen Unterschied zwischen mindestens drei Vergleichswerten zu beschreiben, wobei der Superlativ den Wert mit dem höchsten Grad markiert. Wir haben noch Beispiele, zum Beispiel Anton rennt vor allen Schülern am schnellsten. Oder der höchste Berg in Asien ist der Mount Everest. Hier steht der Adjektiv vor dem Substantiv, aber hier steht der Adjektiv als Adverbien und gehört zu dem Verb. Wenn bunu istəyirəm Azərbaycanca izah edeyim. Çünki üstünlük dərəcəsində biz Azərbaycan dilində də var, amma Alman dilində Azərbaycan dilində desək ki, adi azaltma, çoxaltma, biz Alman dilində buna deyirik adi müqayisə üstünlük dərəcəsi. Və müqayisədə izah elədiyim kimi, yəni adi dərəcəni izaha o qədər də ehtiyacı yoxdur, çünki adi dərəcədə bütün sifətlər olduğu şəkildə istifadə olunur. Amma müqayisə dərəcəsində mütləq bir dərəcə müqayisəni veririk. Biz əgər adi dərəcədə versək, hər iki əşyanı bir-birinə müqayisə eləsək, alman dilində bu zaman biz onu V partikli ilə verəcəyik. Biz onun qabanı V hissəcəyik. Çünki iki əşyanı bir-birinə tutuşdurmaq istəyərik, yəni biz adi dərəcədə. Deyəlim, məsələn, kitab, mənim kitabım bu kitab kimi maraqlıdır deyirəmsə, onda eyni dərəcədə, mən onu adi dərəcədə işlətmiş, istifadə eləmiş oluram. Və bu zaman mən onun qarşısına V işlədirəm. Mein Buch ist interessant, wie dieses Buch. Yəni, orada da görürük ki, interessant mən orada pozitivdə istifadə elədim.
Amma ikinci olaraq deyirik biz müqayisə dərəcəsi var və müqayisə dərəcəsində deməli əşyaları bir-birindən müqayisə eləmək lazımdır. Və bu zaman onların müqayisəsini verən zaman deməli biz verdim izahına ki, er sonuğundan istifadə eləyəcəyik və amma diqqət eləmək lazımdır. Əgər sifətin, sözün kökündə A, O, O saitlər işlənirsə, onu qeyd elədik ki, üzərinə umlaut səs gəlməlidir. O, umlauta çevrilir həmin səslər. Qoz, qoz, yəni orada o səsi, öz səsi ilə əvəz olunmuş olur. Bunu nəzərdən qaçırmaq olmaz və bir də biz əgər müqayisədə tutaq ki, bizim məsələn çətinlik çəkir, alman dili öyrənənlər bunu test üzərində işləyəndə necə seçmək lazımdır məsələn o dərəcələri, mütləq orada diqqət eləmək lazımdır. İki əşya bir-biri ilə müqayisə olunursa orada ALS partikuldan istifadə eləmək lazımdır. ALS hissəciyi mütləq olmalıdır orada. Əgər göstərirsə, deyir, tutaq ki, tutuşdursaq, desəm ki, mənim kitabım bu kitabdan daha maraqlıdır. Onda mən onu deməli bir dərəcə müqayisə eləmiş oldum və orada mütləq onu göstərməliyəm ALS-la. Mein Buch ist interessanter als dieses Buch. Orada E sonluğunu deməli sifətin axırını artırmaqdan mən ona müqayisə dərəcəsində işlətmiş olduğumu göstərdim və ifadə eləyərəkdən onu yəni düzgün yerinə tutmalı və orada az mütləq nəzərdən qaçmamalıdır ki, az müqayisə verir orada çünki bizə. Və danışdıq üçüncü də haqqında, yəni superlativ üstünlük dərəcəsidir dedik və superlativ düzəldəndə həm də orada qeyd elədik ki, əgər deməli, sonluğunu artırırıq ST və EST sonluğu əlavə olunur. Bəs nə zaman EST? Biz burada mütləq və mütləq baxırıq. Sözün sonunda biz orada sonluqlar vermişdik sizə və mən onları izah elədim ki, həmin sonluqlar demək, sözün kökündə əgər varsa, və biz orada diqqət eləyəcəyik. Yəni, hansıdır bu sonluqlar? Burada gördüklərimizdir ki, bu sonluqlar, əgər sözü bu sonluqlarla bitirsə, ora əlavədən E şəkilçi olmalıdır. Deməli, hübş, am hübşəsdən. Yəni, bu dərəcə hübşəyə, am hübşəsdən. Orada S-də E əlavə eləyirik. Bundan başqa, yəni, biz dərəcələrə baxdıq və yenə də orada izah elədik və əlavə də mənim sizə demək istədiyim, orada qaydasız dərəcələnən sifətlərimiz var ki, biz onların da üzərində durmalıyıq. Çünki bu unregelmäßig Steigerin də adjektivi stehen hier, budur gözümüzün qarşısında, yəni onları xüsusilə əzbər öyrənmək və ondan yadda saxlamaq lazımdır. Çünki o qaydalara tabi olmayanlardır və kökünü dəyişənlər desək daha doğru olar. Dərsdə, yəni bunu işlədərkən də yalnız orada birinin oxşarı var. Desək ki, wenig, minde, am mindesten, buna da rast gəlirik və onun sadə forması ilə də wenig, weniger, am wenigsten istifadə olunur. Die beide Formen sind möglich in unserem Satz, in unserer Rede. Auch. Und bir də mən nəzərinizə çatdırım əsas məsələ indi biz danışacağıq haqqında sifətlərin hallanması bu dili öyrənənlər üçün ən böyük problemdir. Niyə? Çünki biz sadəcə, məsələn, desək ki, maraqlı kitab. Burada bizim üçün sifətdə nə bir şəkilçi, nə cinslə əlaqədar, nə heç bir dəyişimə görmürük. Bu bizim, yəni düzdür, dilin daşıyıcısıyıq, amma bizə çox rahatdır onu düzətmək. Amma alman dilində həmin kəlməni, deyək ki, maraqlı kitab demək üçün orada diqqət eləmək lazımdır. Üç qramatik qayda bir kəlmə sözdə birləşmiş olur. Həm artiklin hallanması var orada, həm sifətin,
həm də ismin öz qayda qanunlarına uyğunlaşaraq işlənməsi var. İndi biz orada mütləq cins, hal, kəmiyyət diqqət eləməliyik. Mütləq. Orada ona görə də hallanmada bizim tələbələr də belə, ya dil öyrənənlərimiz də həmişə rastlaşdıq ki, o sahədən əziyyət çəkirlər. Sadəcə onun asan yolu, yəni biz, indi mən onun izahını verəcəyim sizə və çalışacağım ki, daha asan yoldan sizə onu izah edə bilim. Deklinasyon de adjektivi im Deutschen ist eine schwere Sache meinetwegen und für meine Studenten fällt es immer schwer und ich werde Ihnen diese Regel jetzt erklären. Die Adjektivdeklination im Deutschen ist für viele Lerner eine große Herausforderung auch. Je nach Kasus, Numerus und Genus verschiedene Endungen an das Adjektiv angehängt werden müssen. Diese Besonderheiten sollten immer wieder wiederholt und geübt werden. Allerdings müssen die Regeln nur angewandt werden, wenn die Adjektive direkt vor dem Substantiv stehen. Ansonsten bleiben diese unverändert stehen. Und wenn Adjektive vor einem Substantiv stehen, müssen wir sie deklinieren. Zum Beispiel, ich sehe hier eine schöne Frau. Wenn sie mit einem Verb stehen, müssen die Adjektive im Deutschen nicht dekliniert werden. Beispiel, die Frau ist schön. Wir müssen, das ist für uns auch natürlich interessant, wir müssen die Adjektive dekliniert werden. Zunächst einmal muss überprüft werden, ob das Substantiv maskulin, feminin oder neutral ist. Außerdem ist wichtig, ob es im Singular oder im Plural steht. Die dritte Frage ist, ob ein Nominativ, Genitiv, Dativ oder Akkusativ vorliegt, das Substantiv welchen Kasus verlangt. Und zuletzt ist für uns interessant, das ist entscheidend, ob ein Artikel und wenn, welcher Artikel vor dem Substantiv steht. Der bestimmte Artikel, der unbestimmte Artikel oder null Artikel. Können wir sagen, gar kein Artikel, fragt man. Es gibt drei verschiedene Adjektivdeklinationen und für jede dieser Deklinationen gibt es eine eigene Tabelle natürlich zum Lernen. Die erste Tabelle und wir nennen diese Deklinationen im Deutschen erstens schwache Deklination, zweitens gemischte Deklination und auch drittens starke Deklination der Adjektive. Und jetzt zuerst sehen wir an der Tabelle auf diesem Bild wir Adjektivdeklination mit bestimmten Artikel. Natürlich, wenn die Adjektive deklinieren, wir sehen die das Geschlecht der Substantive. Und wenn das Geschlecht der Substantive maskulin ist und auch in den Kasus werden sie verändert verschiedenerweise. Und zum Beispiel, wir bestimmen die schwache Deklination mit Hilfe der Artikel. Wenn vor dem Adjektiv bestimmter Artikel steht, so deklinieren wir die Adjektive schwach.
natürlich. Und nicht nur die bestimmten Artikel und auch die Demonstrativpronomen. Die bestimmten Artikel im Singular und Plural, die Demonstrativpronomen im Singular und Plural und Possessivpronomen im Plural und der Negativpronomen kein steht auch vor dem Substantiv im Plural. Das zeigen, dass wir Adjektiv schwach deklinieren müssen. Das sind die Merkmale für die Adjektivdeklinationen. Und auch hier sehen wir, der Mann, das ist, das steht im Maskulin auch der Nomen. Und wir deklinieren hier der schöne Mann. Im Nominativ steht der schöne Mann, im Dativ dem schönen Mann, auch im Akkusativ steht den schönen Mann. Und wir müssen den Artikel sehr schön erlernen. Die Deklination der Artikel ist für uns hier wichtig. Und diese Endungen im Maskulin bekommen außer Nominativ im Dativ und im Akkusativ die Endung N. Und im Genitiv auch sehen wir hier, das steht die Endung N. Und im Feminin, die schöne Frau zum Beispiel, wir sagen, und sehen wir hier die Deklinationen und im Nominativ steht die schöne Frau, vor dem Adjektiv steht auch bestimmte Artikel und die Frau ist, der Nomen ist im Singular. Und hier sehen wir im Dativ und im Genitiv sehen wir hier, bekommen die Nomen im Feminin auch Endungen. Und aber im Akkusativ und im Nominativ bekommt er die Endung E. Und auch im Neutra können wir das schöne Kind, hier sehen wir das, das ist im Neutra, dieser Nomen. Und wie dekliniert, sehen wir hier. Und im Dativ bekommt er N und im Genitiv bekommt er auch N, aber im Nominativ und Akkusativ bekommt im Neutra die Endung E bekommt. Und auch im Plural können wir sagen, in allen Kasus bekommt der Nomen die Endung N. In allen Kasus stehen die Endungen nach dem Adjektiv N-Endungen. Und das ist für uns schwache Deklination. Das müssen wir nicht vergessen und bemerken Sie so, das ist für uns sehr wichtig. Und wir sprechen über die gemischte Deklination. Das Merkmal der gemischten Deklination vor dem Adjektiv steht unbestimmter Artikel, Indefinitartikel steht vor dem Adjektiv und unbestimmter Artikel hat keinen Plural, wissen wir das. Und wenn vor dem Adjektiv stehen auch Possessivpronomen im Singular, kein Negativartikel im Singular, so bestimmen wir, dass diese Deklination heißt
gemisch der Deklination. Und die Endungen stehen hier auch natürlich. Wir sehen hier, wir das Genus des Substantivs zeigen wir hier auch und auch, aber im Dativ, Akkusativ und Genitiv bekommt auch die Endung N, das Adjektiv natürlich. Und aber im Feminin, so sagen wir, gemischte Deklination, das heißt, aus dem schwachen und aus dem starken Deklination bekommen verschiedene Endungen. Und hier stehen sie schon. Und im Feminin und Neutra sehen wir im Nominativ und Akkusativ bekommen auch E im Feminin, aber im Neutra bekommt im Nominativ S-Endung, ein schönes Kind, sehen wir hier. Und jetzt sprechen wir über den über die Deklination, über die starke Deklination und die Adjektivdeklination, das heißt Nullartikeldeklination. Es gibt kein bestimmtes Wort natürlich vor dem Adjektiv und nur hier stehen Adjektiv und Nomen. Es gibt keinen Artikel vor dem Adjektiv. Es gibt keinen Pronomen, keinen Demonstrativpronomen oder Negativpronomen. Hier bekommen die Adjektive, die Endungen, zum Beispiel der Feminin, schöne Frau, der Nomen im Maskulin, schöner Mann, können wir sagen, oder schönes Kind, können wir hier zeigen, dass im Nominativ stehen, im Neutra. Und es gibt vor dem Adjektiv keinen Artikel hier. Ich möchte Ihnen sagen, dass diese Deklinationen im Deutschen können Sie mit den Endungen auswendig erlernen, natürlich, unbedingt. Und in den Sätzen, im Gebrauch, beim Gebrauch dieser Adjektive können Sie diese natürlich gebrauchen. Und bir de zahirim ki, üç halama növü vardı sifətlərin. Bu halama növü zəif, qüvvətli və qarışıq halamalarda danışdıq. Zəif halamanın mən əlamətini izah edərək orada çatırdım ki, sifətin qarşısında əgər müəyyən artikellər təhtə və cəmdə, işarə vəzifləri təhtə və cəmdə, kayın inkar, inkar əvəzliyi cəmdə və yəli əvəzlikləri cəmdə işlənirsə, bu əlamətlər mütləq bizə onu göstərir ki, sifət zəif alanır. Demək, həmin zəif alanmada isə biz ona əməl eləməliyik. Qarşıda duran artikl və yaxud da ki, yəli əvəzliklərin halanmasını da düzgün bilmək lazımdır onu tətbiq eləyərkən və İsim mütləq rol oynayır, təhtə mi, cəmdə mi və yaxud da hansı halı tələb edir. Ona uyğun olaraq biz cədvəldə verdiyimiz sonluqlardan yerində düzgün istifadə eləməliyik. Deməli, qarşı xalamadan danışdıq, qarşı xalamada sifətin qarşısında qeyri-müəyyən artikl durur. Qeyri-müəyyən artiklin biz bilirik ki, işləmi yoxdur. Və bir də yəlik əvəzlikləri təkdə, kayın inkarı təkdə olduqda onlar bizə işarə edir ki, deməli, ayıq olmaq lazımdır. Burada sifətin qarşıxalanmasından söhbət gedir. Və biz onların da, əgər biz qeyri-müəyyən artikli vaxtında düzgün öyrənmişiksə, burada heç bir çətinlik çəkməyə ehtiyac olmayacaq və biz cədvəldə onların
tələb elədik, şəkilçiləri də hallara görə yerləşdirdik və orada onlara diqqət eləmək lazımdır. İsmi cümlədə işlədərkən qarşısında əgər sifət durubsa, orada biz üçünü birlikdə nəzərə almalıyıq. Deməli, bir də danışdıq qüvvətli hallanmadan. Qüvvətli hallanmanın əlaməti olaraq qarşısında heç bir tənici söz istifadə eləmirik. Qüvvətli hallanmada yalnız sifətlə isim iştirak eləyir, amma buna baxmayaraq artiklin, biz bilirik, alman dilində böyük rolu var və bu artiklin özü olmasa belə onun kölgəsi həmişə ismin başının üstündədir. Ona görə də orada mütləq əməl eləmək lazımdır, çünki sifət artiklin sonluqlarını qəbul edəcək. Deməli, artikli biliriksə, sifəti də düzgün isim qarşısında işlətməli olacaq. Onda cümləmizdə də bizim qramatik səhvlərimiz azalmış olar. Tətbiq eləyəndə və yaxud da testlərdə istifadə eləyəndə biz sifəti düzgün istifadə eləmiş olarıq. Nun für heute ist unser Thema zu Ende. Ich denke, dass es für Sie sehr nützlich ist und zum ich verabschiede mich von Ihnen bis zum nächsten Unterricht. Auf Wiedersehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.